it works. I can get down to it. Yay! Ich bin stolz auf uns, das haben wir gut gemacht. Aber sehr gut gemacht. Muss ich das jetzt machen, oder was? What's this? Looks like a message encrypted with an enigma. Maybe with the right combination I'll be able to decipher it. Now how do I set it up? Ja. A Roman 5-3-ST. This must be a clue for the encrypted message. What does it mean, though? And how can I use it to set Enigma up? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was habe ich resettet? Something is wrong. Ah. Configuration maybe? X, I should take a closer look at the table. Something's wrong. Not like that. I think that someone used one of the configurations from the code table. G. Not like that. I think that someone used one of the configurations from the code table. Something is wrong. Configuration maybe? I should take a closer look at the table or password. Ja, aber. Aber wir brauchen mehr Informationen. 5-3-ST. Was soll das heißen? Also wir haben ja, wir bräuchten ja mindestens 5. Also wir brauchen ja 3 von den römischen, 4. 4 von den römischen Dingern. Boah, meinst du? Roman 5-3-ST. The hints from this piece of paper surely have something to do with the machine. Maybe the code table will tell me more. Was war das? 5? S-T? Kann ich bitte das haben? Passiert nichts. 3 oben eintippen? Nein. Maybe that person used my code table to encrypt the message. How can I guess which combination was used? Also ich denke, Zahnrad 5 war ja schon drin. Du hättest es nur von 6 auf einstellen müssen und die Verbindung von RT auf ST. Meinst du? Meinst du? Wann, was wäre dann das dann hier? Wir hatten am Anfang
Wie meinst du das genau? Hm. Aber das macht doch Sinn, oder? Oder macht das vielleicht Sinn, die 5 auf die dritte Position und dann nur ST? Boah, kritisch, Leute. Ganz, ganz kritisch. Ich nehme gerne Tipps entgegen. The solution is right in front of me, I know it. Oh, Roman 5, 3, ST. Think, Adam, think. You've cracked way more complicated codes. The configuration must be in the table. Moment, was? Eine römische 3? Ja, ich glaube auch, wir müssen, glaube ich, noch einen Zettel lesen, ne? Römische 5, 3 ST. Du glaubst, ich soll das kombinieren? Ich weiß gar nicht, ob ich noch an dem Deckel drankomme. Komme ich gar nicht mehr dran. Welche in einer Reihe sind? Jetzt von den 30 raussuchen, welche in einer Reihe sind. Nee. Die 17. Die hier? Okay. Dann dokumentieren wir das eben mal kurz. 1, 4, 7, 5. Also 1, 4, 7, 5. Danke, Badixa. 5, 19, 13, STGZXO. Perfekt. Sehr gut. Let's go. Also, wir brauchen Numero Uno. 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 7, 5, close, 5, 19, 3, 10. ST, G, Z, X, O. X, G, D, T, J. Nächstes Wort? Ist das hier nächstes Wort? X, L. CMH YH. Das sieht gut aus, Leute. Und niemand außer. Not like that. I think that someone used one of the configurations from the code table. Ich habe ein Z vergessen. Ich muss wirklich. Oh, ich muss mal wieder neu anfangen, so ein Mist. The Roman 5 must be linked to the Ja, ist cylinder. gut. The only item I can set on 3 is the window, and the letters ST are probably linked to the wires.
What about the rest of the settings, though? Muss ich das alles nochmal machen? Something is wrong. Configuration, maybe? Oh, We should take a closer look nein. at the table or password. Okay, sorry. Noch 15, 19, 3, 10. Sorry. Ich habe mich verklickt. Nochmal. X, G, D, T, J, minus XL, minus CMH. Traue niemanden außer dir selbst. M, V, Z, B, F, Y, D, N. Trust no one but yourself. Sounds ominous. Mhm. Who wrote this anyway? Now what? Check combinations 29 and 30. Okay, here we go. Still nothing. Fuck. Oh, wait this. Okay. This terrible crime shocked fuck. This looks like our house. The victim's throat was slashed. This is getting too fucked up, seriously. Hmm. God, how long has this been here? Is this blood or just rust? Is this what I think it is? More notes from Nicholas. Nicholas, Junge! It hurts, so I must be alive. Damn it, I almost broke. Es schmerzt, also muss ich wohl leben. Ich verspüre Schmerzen, was bedeutet, dass ich noch am Leben bin. Verdammt, ich hätte mir fast das Genick gebrochen. Er hat mich überrascht. Ich war überhaupt nicht auf so etwas vorbereitet. Aus nächster Nähe hätte er etwas Unmenschliches an sich. Als er sich auf mich stürzte, fühlte ich, wie ich plötzlich von unerträglichen Schmerzen übermannt wurde. Ich glaube, ich habe etwas derartiges noch nie erlebt. Sein Blick glich dem eines misshandelten Tieres. Diese Verzweiflung in seinen Augen. Ich war so überwältigt von seinem Anblick, dass ich mich nicht bewegen konnte. Ich wollte schreien, doch mir war, als hätte man mir meine Stimmbänder rausgerissen. Wer zum Teufel war er? Warum war er im Schlafzimmer meines Vaters? Vielleicht, weil es dein Vater ist? Just guessing? Ja. Komm hoch. Komm, Junge. What is he doing in our house? Is he the one responsible for my father's disappearance? What if they're in the basement? Im Keller, natürlich. I'd rather not think of whose blood that was. Schau dich im Schlafzimmer deines Vaters um. Ja, gut, let's go. Mein Kopf. You can't come in here. Hear me, you snot! You're not allowed here! Ui. Ah! What's wrong with me? They said it wouldn't happen again! They promised, dear God. What happened? Looks like wow. A hurricane went through here. Das sieht wirklich verrückt aus. Du dreckiger Geizhals, ist dir das Leben eines Mannes gar nichts wert? Ich habe nicht nach 500 oder 1000 Dollar gefragt, sondern nur nach einer kleinen Entschädigung. Aber du bist dir zu schade, mir selbst einen lumpigen Penny zu geben. Und das, nachdem mein Mann sein Leben für dich gelassen hat. So einfach wirst du mich nicht los. Darauf kannst du Gift nehmen.
dass Maria. Maria scheint die Mutter von Niklas zu sein und die Frau seines Vaters. Schätze ich. Ich kann Sachen werfen. Fantastisch. You are not alone. Someone is playing with me. Das ist die Tür, wo wir gerade eben reingekommen sind. Oder? Wie heißt der Niklas mit Nachnamen? Hyde. Okay. Ich weiß nicht, wer ML sein soll, aber ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem ich den Tisch angerempelt habe und die Uhr auf den Boden fiel. Mein Vater blieb wie angewurzelt stehen. Ich hatte erwartet, eine ordentliche Prügel zu erhalten, aber er sammelte einfach nur mit zitternden Händen die einzelnen Metallteile der Uhr ein und begab sich ins Schlafzimmer, wo er den Rest des Tages erfolglos versuchte, sie zu reparieren. Die Uhr funktionierte danach nie wieder. Aber mein Vater... Alter. Alter, mein Ding gerade. Nie wieder. Aber mein Vater hat sie nie weggeworfen. Er versuchte immer wieder, sie zum Laufen zu bringen. Es ist ihm jedoch nie gelungen. Ja, gut. Können wir die vielleicht mitnehmen? Oder wir schmeißen die einfach weg. Guck mal, wir können die Kerzen machen. Fantastisch. Ein bisschen Licht. Hier ist auch eine Kerze. Ah, mehr Petroleum. Hier rein damit. Nee. Warum alles nicht? Ich wollte gerade sagen, nicht schon wieder ein Keller. Oh. Was haben diese Keller an sich? Ich verstehe das nicht. Ui. Das scheint der Vater zu sein, der uns jetzt rauszieht von hinten. Wollen wir drüber reden, wie lange dieses Streichholz brennt? Hi! Warum kommt der Vater nicht durch das Loch und zieht uns raus? Er sieht doch das Loch und die offene Tür. Oh, hi. Wohnst du hier? Wollen wir einen Schneemann bauen? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Ich glaube, wir kommen nicht dran vorbei. Seid ihr bereit, Leute? Let's go. Ich konnte mich nicht umdrehen. Damn it! I feel like this house is trying to kill me. Das sah ein bisschen danach aus, als hätte der mehr Angst vor mir als ich vor ihm. Grubenunglück bei einer Explosion in der Carolyn Mine, Blackstone, New Hampshire. Kamen drei Bergarbeiter ums Leben.
Laut Zeugenaussagen konnten die Erschütterungen selbst eine halbe Meile von der Mine entfernt wahrgenommen werden. Der Knall der Explosion wurde sogar in Gebäuden gehört, deren Fenster geschlossen waren. Es ist noch nichts über die Ursache der Explosion bekannt oder darüber, ob sie hätte verhindert werden können. Unser Reporter vor Ort versuchte erfolglos, die beiden Eigentümer der Mine zu kontaktieren. George Whitehead war nicht erreichbar und Jacob Hyde weigert sich, eine Stellungnahme abzugeben. Sobald neue Details zu diesem Unglück ins Licht kommen, werden wir unsere Leser darüber informieren. Okay. Ah, hier können wir noch die... Hallo. Unwichtiges Detail. Andersrum. Petroleum. Ich glaube, wir können mal wieder Licht machen, ne? Ich check kurz. Sehr gut. Weg. Jo, das Papier verhindert das Schließen dieser Schublade. Mächtige Tür. Nope. Nein. Ich brauche einen Dietrich. King Louis. Nabend. Just in case. Just in case. I did not kill anyone. Just in case. Won't be much help. Da haben wir endlich. And see what's behind that door. Okay, bewege den Dietrich mit der Maus unter einen der Zylinder und anschließend nach oben und unten, um den Zylinder anzuheben. Sobald der Zylinder. Got it. Warte. Weil ich dumm bin. Okay. Ich weiß jetzt, wie es geht. Sorry, dass ich ein paar Anläufe gebraucht habe. Das war... doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Auf das Ding. Oh, wie süß. Spielzeug. Ein Blick auf ihn genügt und ich fühle mich wieder in die Kindheit zurückversetzt. Ein paar Jahre später brach ein blutiger Krieg aus und ich war auf einmal zu alt für derartiges Spielzeug. Na toll. Wir packen da noch was Petroleum zu. Okay. Nice. Wir wollen doch hier in den Keller, oder? Das ist der Ort, an dem wir aufgewacht sind eben. Okay. Was bist du? Ein Gürtel. Irgendwann... ich weiß nicht mal mehr, wie oft damit verprügelt wurde. Es grenzte an ein Wunder, dass er noch in einem Stück ist. Vater verprügelte mich manchmal für Missetaten, die er sich nur eingebildet hatte. Er behauptete unter anderem, ich hätte die Gäste bestohlen, hätte nachts mit jemandem auf dem Flur gesprochen oder ich wäre in die Mine geschlichen. Nichts davon war wahr. Irgendwann dachte er, dass eine
härtere Bestrafung erforderlich wäre, da ich mich so daran gewöhnt hatte, verprügelt zu werden. Er fing danach an, mich für Stunden, manchmal sogar tagelang im Dunkeln einzusperren. Ich sag mal so. Das ist jetzt nicht nett. Na? Wäre ich da. Heller. So, wir haben unseren Dietrich. Damit ist geklärt, das war so geplant. No, it can't be happening. It can't be true. Why did they say I'm safe now if it's coming back? Wo kam der Kamerad her? Sollen wir ihn einfach Whitehead nennen? Oh, wenigstens steht hier alles wieder. Okay. Schönes Bild. Oh, muss schnell sein. Das war dumm. Ah. Nur leicht anlutschen. Leicht. Weil ich dumm bin. Roland, jetzt konzentrier dich!